70-80% von meinem Holz kommt eigentlich aus dem Lamberer Winkel. Ja. Ich kaufe halt noch viel auch von den ganzen Waldbauern. Und dann frage ich hin, suchen wir die Bäume praktisch aus. Dann werden die Pfuschen oder die Bretter, weil sie es draußen vor der Schreinerei schon gesehen hat, werden da rausgeschnitten. Und dann werden sie aufgerichtet, dann meistens 2 Jahre lang lagern. Und dann kommt es eigentlich zu mir in die Werkstatt hier und dann werden dann die Produkte gefertigt, soweit der Tisch auch. Ich bin der Kiefel Karl-Heinz, Kind von Engelsitt, vom Lamerer Winkel, vom Bayerischen Wald. Mit 18 und ich Musterkleid gemacht, genau. Und mit 19 oder 18 halb war ich noch Vierte. Und mit 19 war ich schon selbstständig. Und da bin ich fast 8 Jahre, bin ich schon selbstständig. So als 12-, 13-Jähriger schon, ne, hat mich das eigentlich schon interessiert. Und einer hat man halt als Kind irgendein Werkzeug noch wieder gekriegt und dann hat man halt kleine Werkstücke gebastelt. Ne. Und meiner hat mich das so fasziniert, dass ich halt noch gesagt habe, ja, das möchte ich mal lernen. Ne. Und dann habe ich mich da auch nicht abbringen lassen. Das erste Jahr war ein bisschen schwierig, aber das ist ja überall schwierig, ne? Dass man die ersten Kunden einmal gewinnt und die auch nicht nach Hause wiederkommen, das hat sich alle weitergeschmerzt. Ne? Die haben eigentlich jetzt zur Mundpropaganda, das ist eigentlich meine Werbung, das suche ich eigentlich nie, dass ich groß in der Zeitung oder wo selbst drin hat halt, oder irgendwo anders die Werbung machen darf. Und das ist eigentlich eh die Mache für Apple-Apps und der schmeißt halt noch wieder 2, 3 weiter und versuchen ich eigentlich meinen Kundenstamm aufgebaut. Und das ist eigentlich ein neues Jahr mehr geworden. Und weil es so ist, kann ich eigentlich voll zufrieden sein mit dem. Ja. Es gibt 2 verschiedene Kundschaften. Alle, die haben da feste Vorstellungen, die bringen dann einen Plan mit und muss das genau nach dem machen. Ein neues kleines Detail. Und alle, die kommen und die haben eigentlich gar keine Vorstellung. Die musst das noch du aufzeichnen und musst halt deine Ideen noch einbringen und musst das nach dem machen, was du meinst. Ne? Die können sich gar nichts vorstellen eigentlich. Und die 2 verschiedenen Kundschaften gibt es eigentlich. Irgendwie so Stückchen dabei, aber es ist auch noch ganz schwer fällt. Gut von so einem Tisch, es ist eigentlich so ein Massenprodukt, das wenn man 10 Mal im Jahr oder 15 Mal im Jahr macht, da fühlt es einem eigentlich nicht schwer. Aber wenn man so außergewöhnliche Sachen macht, mit exotischem Holz noch, ne, und ist man da 2, 3 Wochen dran, dann fühlt es einem schon schwer, ja, dass das wieder einfach kriegt und wenn man es viel gefahren. Ja. Ich bin wunschlos glücklich. Nein, das ist eigentlich auch schon mein Traum gewesen. So wie es auch ist, das hätte ich vor 10 Jahren hätte ich das nie geglaubt, dass das heute einmal so ist, dass ich eine Riesenschreinerei habe und auch verarbeitet habe und die Maschinen habe, weil es auch ist. Aber na, das ist halt ein neues Jahr mehr und mehr geworden und auch ist halt so, wie es ist. Ja. Aber es passt schon. Ja, am Finger und einmal weg habe ich. Aber das ist eine Schreinerkrankheit, das glaube ich ist normal für die Schreiner. Ne? Da wird keiner enttrennt, die Güte, aber ich noch alles am dran habe. Ne? Nein, so hat es eigentlich noch keine Rückschläge gegeben. Bis auch noch nicht. Nein, die wird mit Sicherheit kommen. Auch, ne? Das Leben ist noch lang, ich bin noch jung. Nein, es gibt schon, weil der Tisch ist ja bestimmt nicht modern. Das ist eigentlich so zeitlos Stickerl, aber ich habe schon auch moderne Sachen gemacht. Ich bin auch ganz klassisch, ganz schlicht, gerade Linien, alles flächenbündig. Mache ich bei oft, ne? Aber es ist überwiegend für junge Leute. Also kein 50-Jähriger kommt bestimmt nicht, weil ich sowas haben will. Ne? Aber mein, das liegt halt bei den Kunden, ne? Wo soll halt die genau mögen, weil es ist alles individuell. Ich stelle ja nichts her, weil im Maybe-Haus drin, da wollen wir es jetzt noch anschauen können und dann kauft man das, sondern ich mache das alles individuell, das was der Kunde wünscht. Ne? Und da mache ich auch mal
im Landhausstil und einmal mache ich es modern. Ne? Gerade weil es Kunden wollen. Ja. Ich würde jetzt auch wieder so machen. Ne?